So Leute, Versuch Nummer 2, Einzelspiel, die Zweier-Mission Hagonatoll steht an, da, auf Torgon. Die machen wir jetzt, ich hab leider gerade die falsche Szene aktiviert gehabt, my bad. Man hat zwar trotzdem alles gesehen von Tendor, aber man hat oben einen Balken gesehen, den man nicht sehen sollte. Und mir ist letztens schon das Ganze passiert, dass ich nicht die richtigen Szenen drin hatte. Jetzt hat es geklappt. Wir spielen natürlich wieder gegen den Golraten und ich würde sagen, auf geht's. Hagonatoll. Eine Map, die relativ chillig ist. Ich mache das gleiche wie gerade. Wir starten mit Walker Fabrik, gehen für die Zwillingskanone und Kanone und werden auch noch gleichzeitig für ein paar Chipwiedel gehen und die Map erkunden. Das mache ich zwar jetzt ein bisschen früher als gerade, aber das macht auch nichts. Wenn wir das jetzt ein bisschen früher machen, nicht wahr? Gut, wir werden ganz schnell für den Walker Uran gehen. Kann ich jetzt schon draufklicken hier. So, dann Kanone, Zinskanone erforschen, dann können wir den rausschicken und den Golraten etwas ärgern. Mal gucken, wie schnell der sich hier so ein bisschen ausbaut und ausbreitet. Bin ich ziemlich gespannt. So, hier ein bisschen Oase. So, jetzt haben wir schon genug Zenit, um das hier zu machen. Na, wo ist es? Ah, macht er schon von alleine, stimmt ja. Habe ich einen Auftrag gegeben. Ich Idiot. So sieht's aus, der steht zur Verfügung. Das wollte ich doch hören. That is good sound in meinen Ohren. So, du hast das hier erkundet. Kannst du da hinten hingehen. 1100 Tonnen Zenit haben wir schon. Jetzt kommt das Forschungslabor. Geht relativ gut und zügig hier. Wir machen es eigentlich so wie ein bisschen auf der anderen zwei Missionen jetzt. So, wir müssen aufpassen, wir können von hier drüben angegriffen werden. Das ist nicht gut. Müssen wir ein bisschen respektieren. Forschungslabor. Ruhig mal ein bisschen hier vorne hinbauen. Kann ruhig ein bisschen weit raus. Soll schon Aggro auf sich ziehen, das Labor. So. Da war ein Wiesel. Dankeschön. Jetzt noch die Zwillingskanone. Quasi die Schwester. Und wir sind in seiner Base. Mal gucken, was er hat. Er hat die Panzerfabrik. Das ist doch sogar gut. Dadurch, dass ich ihn jetzt angreife, wird er gleich Geschütztürme bauen. Auch das ist gut. Oh, oh, er produziert schon einen Panzer. So, da ist ein Wasserchen. Ich hau mal ab. Lass den Typ Wiesel da weiterballern. Weil das kann ich ihn ruhig mal kurz zerschießen. Dann schicken wir mal einen Walker raus. So, das Silo muss ich jetzt neu bauen. Mein Typ Wiesel lasse ich da. Der macht schön Schaden. Und wir decken nochmal hier das ganze Gedöns auf. Gut, dann können wir jetzt die Zinskunde verbessern. Wir wissen ja, was für Einheiten er hat. So, das war wohl der Daxi, der hat uns eliminiert. Und nochmal die Zinskanone. Die Frage ist jetzt, gehe ich direkt auf den Gorilla oder wie machen wir das, Leute? Oder spielen wir ein bisschen die Mission noch? Wir könnten jetzt eigentlich relativ schnell beenden, ne? New, Typ Wiesel, hoch, runter, hoch, runter. Yippie! Ja, hier wird alles einfach jetzt zerballert. Ja, wir haben ihn schon gut verletzt. So, Zwillingskanone 2. Ja, Maus, ist ja gut, beruhig dich. Dann können wir den Walker Uran nochmal rausschicken. Vielleicht sogar noch zweimal. Und dann gehen wir auf den Gorilla. Jetzt ballern wir mal ein bisschen weg. Hier so Pumpe etc. Wir beschäftigen ihn ein bisschen, damit wir quasi jetzt in Ruhe unseren Walker Gorilla erforschen können. Weil die Waffe passt ja dann schon. Ich möchte ja nicht direkt hier so harmlos loslegen, ne? So, da hat er nämlich schon Panzerpanzer mit Ionenwerfer, seht ihr? Sogar schon zwei. Aber alles noch schlecht erforscht. Von daher mache ich mir keine Sorgen. Weil er hat halt den Laser, er hat halt einen Vorteil gegenüber uns. Deswegen muss ich dagegen ein bisschen arbeiten, ne? Ja, seht ihr? Er schickt ja die ganze Zeit Panzerpanzer raus. Also wenn ihr meint, die ganze Panzerpanzer rauszuschicken, dann
greife ich ihn auch an. Ja, ist halt 1 gegen 1, das heißt, die Map endet relativ schnell. Jetzt passiert sogar noch das hier, das finde ich gar nicht gut. Okay, gut. Gleichberechtigung. Ich zerballe ihn auch. Wir zerballen uns gerade gegenseitig. Was aber, wie gesagt, im 1 gegen 1 ganz normal ist. Dafür gehe ich ja jetzt zum Beispiel auf die Gorilla. Während er sich quasi vom Zenit her erstmal wieder etwas erholen muss, ne? Ja. Ja, die Basis ausbauen wird wohl nichts. Ist halt leider eine etwas offene Map. Die Wüstenrunde war zwar auch relativ offen, aber die war irgendwie so, ich weiß nicht, die war halt wie dafür gemacht, dass man quasi so ein bisschen gegeneinander sticheln konnte, so, keine Ahnung, und sich ein bisschen ausbauen konnte. Die war halt einfach perfekt dafür geeignet. Während diese Map hier, ich weiß nicht, guck mal, die ist hier so offen und man trifft sich halt relativ schnell. Ich könnte mir jetzt die Zenitmine nehmen, das habe ich ja schon mal gemacht, als wir die Ares gespielt haben. Also für diejenigen, die denken, ich bin zu blöd und könnte das nicht, haben wir schon eingenommen. Hier gehe ich halt jetzt eher mal voll auf Offensive. Why not? Einfach mal gucken, wie sich das dann quasi so macht. Finde ich auch sehr interessant, das mal so zu spielen. Yeah, da ist der Gorilla schon auf Stufe A. Deswegen nur die Zwillingskanone erforscht, nicht die Kanone direkt auf Stufe 2. Er hat die ja zweimal. Also war, was für einen Sinn macht, ist quasi auf die Kanone zu gehen. So, 500 Ziten noch. 400. Da hat er wieder Panzer. Oh, mit Laser sogar. Also entweder hat er jetzt, ich denke mal, er hat einfach nur die Tritiumpumpe gebaut und fertig. Also ich glaube nicht, dass er alles wieder gebaut hat, was er da hatte. Das juckt ihn nicht. Der denkt sich so, oh, guck mal, ich kann wieder Panzer Panther bauen, weil ich habe wieder Strom. Und dann baut er wieder Panzer Panther. So, er geht jetzt auf die Laser. Das macht uns aber nichts. Wir warten jetzt, bis ein Gorilla rausgeschickt wurde. Dann schicken unsere Orangs weg und dann produzieren wir ein paar Gorilla einfach. Da macht er gar nichts gegen. Also erstmal lange Zeit nicht, weil wir im Vorteil sind. Er kann natürlich auf die Goliaths gehen mit Laserturm, dann ist es ein ausgeglichener Fight. Dann würde ich wahrscheinlich auf die Raketen gehen. Würde aber einen Gorilla nie alleine schicken, weil in der Zeit, in der ich nachlade, die beide Raketenbatterien natürlich, hätte ich dann quasi nichts. Und das wäre nicht so cool. So, hier hat er wieder alles. Das heißt, wir greifen ihn direkt hier an, um zu sehen, ob er sich eventuell ein bisschen verteidigen kann. Vielleicht hat er ja Verteidigungstürme. Wir haben da schon direkt einen Gorilla stehen. Und der nächste kommt in 400 Zenit. Mal gucken, ob er das überlebt. Die sind ja beide nicht so gut gepanzert. Ich bin gespannt. Ne, es überlebt er nicht. Das war's schon. Das ist eine schnelle Runde. Obwohl, er baut einen Verteidigungsturm. Oder? Ne, das war's schon. Wow. Ja, ich musste nicht mal meine Base ausbauen. Schnelle Runde. Ich mach die jetzt, also ich habe die jetzt nicht mit Absicht so schnell gemacht. Ich meine, ich wollte ihn halt mal einen Orang schicken, weil ich mir sicher bin, dass er mir auch relativ viele Einheiten geschickt hätte. Oder hat. Hat er ja. Ich kann mal mit relativ vielen Panzer Panthern an. Denn wir spielen ja auch schwer. Aber irgendwie, jo. Irgendwie war das nix. Das ging schnell. Muss ich an der Stelle anmerken. 9 Minuten ging die Runde. Ja, GG Mario, was hast du denn da gemacht? Gut, ich habe ein bisschen aufgedreht, aber selbst das war noch langsam. Jetzt könnt ihr ungefähr abschätzen, warum man mit Kleider Hornissen so schnell die Mission beenden kann. Sogar die großen Maps, weil du halt die eine Fraktion platt machst. Währenddessen produzierst du ein, zwei neue Kleider und hast dann bei der zweiten Fraktion statt zwei Kleider 3 oder 4 Kleider. So, und dann bis zum nächsten hast du dann 5, maybe, weil du verlierst vielleicht ein. So, und dann ist einfach over, so. Dann hast du ganz schnell den Gegner weggeballert. Das geht halt wirklich. So, Leute, deswegen sehen wir uns in den nächsten 2 Maps. Die Runde ging schnell und tschüssikowski. Und ich nehme nicht schnell auf irgendwie, damit ich was anderes machen kann, sondern, naja, es sind die 2 Missionen. Bis auf 1, 2 noch relativ coole, wo ich mich wieder ein bisschen ausbauen werde, werden die anderen wohl schnell gehen. Bis dann.